Willkommen beim Astrobarometer für Dezember 2018. Also der Monat Dezember ist ein ganz spezieller Monat, also speziell in dem Sinn, dass er sehr gut ist. Und er ist aus einem bestimmten Grund sehr gut, weil diesen Monat haben wir eine Sonne-Jupiter-Konjunktion im Sternzeichen Schützen. Also Dezember ist immer Monat Schützen, nur dieses Jahr ist es neu, weil gerade der Jupiter auch im Sternzeichen Schützen ist und dadurch eine Konjunktion mit der Sonne macht. Diese Sonnen-Jupiter-Konjunktion tut sich sehr positiv auswirken auf fast alle Menschen, sagen wir mal so, eigentlich nur positiv, kann ich sagen. Und es geht nämlich darum, dass die Sonne der Strahlende ist, also das Lichtbringende, und der Jupiter ist ja dann der Planet, der die Zuversicht, also die höheren Gedanken auch mit sich bringt, zum Teil auch ein Glücksplanet ist, weil er dann die Situationen immer in ein gutes Licht bringt und dadurch die Menschen viel optimistischer sind und auch viel bereit, Dinge zu unternehmen, also viel mehr bereit, Dinge zu unternehmen als wie sonst. Das heißt, dieser besondere Konstellation, die jetzt einen Monat fast dauert, tragt den ganzen Monat Dezember, und das bedeutet, dass die positiven Qualitäten vom Jupiter und vom Schützen sich dann voll ausleben werden. Also Spaß zu haben, mit Menschen zusammenzukommen, dieses Gesellschaftliche ist sehr stark ausgeprägt. Es geht aber jetzt nicht nur um dieses Zwischenmenschliche, es geht vor allem auch darum, dass mit einem guten Aspekt vom Jupiter ähnliche Situationen sich ganz anders anfühlen. Also es wird jetzt nicht so sein, dass sie alles auf einmal von selber verändern wird oder dass sie jetzt in neue Situationen kommen. Es ist nur so, dass mit dem positiven Aspekt von dieser Konstellation sie die Dinge viel offener, viel optimistischer erleben werden und dadurch auch einen ganz anderen Zugang haben werden zu den ähnlichen Situationen. Oft ist es das so, dass diese positive Einstellung problemlösend sich auswirkt. Das heißt, sie kommen durch das natürliche, optimistische Gemüt anders auf Situationen zu und finden dann auch andere Lösungen. Andere Lösungen, oder sie schauen sich das nochmal an und erkennen, ah, so würde es auch gehen. Also es ist eher so von der Stimmung geprägt, dass sich dann alles viel besser entwickelt und viel leichter dann spürbar sein wird. Also zu diesem Thema Jupiter im Schützen werde ich dann noch ein anderes Video machen, wo ich das ein bisschen weiter erkläre. Jetzt mal wichtig ist zu verstehen, dass diese Konjunktion den ganzen Monat Dezember begleitet und eigentlich dann auch jetzt mit den Festivitäten, die auf uns zukommen, eine sehr gute Stimmung machen wird. Zu diesem einen Hauptaspekt kommen noch zwei andere Aspekte, nämlich die von Venus und Mars. Die spielen oft eine sehr große Rolle bei den monatlichen Stimmungen und auch Entwicklungen. Jetzt, was gerade im Monat Dezember so interessant ist, ist, dass die Venus und die Mars oft dann zeigen, wie man dann unsere Situationen genießen, wie man dann den Lebenssituationen dann auch begegnen und was uns dann auch überhaupt beschäftigt. Es ist so, dass die Venus ja dann auch schaut, wie ist die Stimmung, wenn ich irgendwo hinkomme, welche Stimmung habe ich selber. Und diesen Monat ist ja die Venus im Sternzeichen Skorpion. Also möchte man diese guten Stimmungen, die ich vorher erklärt habe, ein bisschen intensiver, also stärker auch erleben. Oder man möchte mehr davon haben, weil die Venus im Skorpion verleitet uns, dass wir Situationen stärker erleben wollen. Man möchte es intensiver, also
viel emotionaler oft, aber auch diese Intensität ist dann ein Begleitaspekt dieses Monats. Also Venus und Mars ist so, wie wir dann die Situationen erleben und wie wir sie genießen können. Venus und Mars in Kombination zeigt, wie wir Situationen begegnen und wie auch Situationen erleben. Das ist auch der Grund, wieso dann oft diese Position von Venus und Mars ausschlaggebend ist für einen guten Monat oder für, um zu sehen, wohin dann diese Energien sich bewegen oder wie man dann die Situation selber erlebt. Also die Venus, wie gesagt, ist für die Stimmung zuständig und der Mars zeigt eigentlich, weil Mars ist der Planet der Aktion, also der Mars zeigt dann eigentlich, wie man auf Situationen reagiert. Wenn der Mars nicht so stark ist, lasst man eher die Stimmungen oder die Umgebung auf sich selbst wirken. Wenn der Mars ein bisschen stärker ist, dann versucht man dann eher so seine eigenen Ziele durchzusetzen oder vielleicht eher so mehr in einer Richtung zu beeinflussen. Jetzt diesen Monat ist Mars im Fisch, Sternzeichen Fisch, und das bedeutet, dass diese Energie vom Mars nicht so klar definiert ist. Das heißt, die Energie verliert sich ein bisschen so in verschiedenen Richtungen und dadurch ist diese Zielsetzung vom Mars, die sonst immer da ist, ein bisschen verdünnt und es geht in verschiedene Richtungen. Also bedeutet eigentlich konkret nur, dass man sich selber oft ein bisschen verzettelt mit der Aufmerksamkeit oder mit seinen eigenen Zielen. In einzelnen Fällen ist es dann so, dass man dann zu stark oder zu konkret an einem bestimmten Ziel festhalten tut. Also da wäre eigentlich dann zu schauen, wie sie dann mit ihren Zielen diesen Monat dann auch umgehen wollen. Jetzt mal zusammenfassend würde ich sagen, dass der Monat Dezember eigentlich perfekt ist, um Spaß zu haben, um Dinge zu unternehmen und einfach so das Lebensgefühl auf sich wirken zu lassen. Gut ist es, wenn Sie jetzt nicht bestimmte Aspekte Ihres Lebens jetzt verwirklichen wollen, also dass man nicht so intensiv oder so konkret an was arbeiten möchte. Es geht mehr um das Erleben und diese Erlebnissen auf sich wirken zu lassen. Also wenn Sie das schaffen, so in die Realität umzusetzen, dann denke ich, wird es für die meisten ein sehr glücklicher und angenehmer Monat. Und diese Energie oder diese positive Energie wird Sie über vieles tragen. Ich wünsche Ihnen noch angenehme Feiertage und einen angenehmen Monat Dezember. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.